Ich bin der Vorsitzende der Fördergemeinschaft zur Gründung einer Friedensuniversität und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken für Ihr Kommen und für dieses große Interesse an dem Wandel durch Annäherung, dem Thema des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch, diese Veranstaltung heute hier im Haus der Kulturen der Welt stattfinden kann, die wie so viele andere Firmen und Institutionen uns ihre Leistungen kostenlos zur Verfügung gestellt haben, damit dieser Abend in dieser Form möglich wird. Und besonders bedanke ich mich bei dem Haus der Kulturen der Welt für die mietfreie Nutzung heute dieses Auditoriums. Herzlichen Dank. Das Haus der Kulturen der Welt verfolgt und fördert den Dialog verschiedener Kulturen. Ein Dialog zwischen sogenannten Fremden, um diese sogenannten Fremden verstehen und respektieren zu lernen in ihrer Verschiedenartigkeit und diese Verschiedenartigkeit als Bereicherung zu begreifen, geistig, körperlich und emotional. Somit verfolgt das Haus der Kulturen der Welt ähnliche Ziele wie die Fördergemeinschaft zur Gründung einer Friedensuniversität, die 1991 zu einer Zeit gegründet wurde, in der die Ausmaße der Gewalt immer stärker spürbar werden, die Angst vor dem Fremden und der Hilflosigkeit, diesem Fremden und dieser Gewalt zu begegnen. Wir alle wissen, dass wir nicht von der Politik allein die Lösung für die täglichen Probleme erwarten können und dürfen. Und dass Politiker die Bevölkerung tagtäglich aufrufen zu Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Die Fördergemeinschaft zur Gründung einer Friedensuniversität ist eine aus der Bevölkerung heraus entstandene Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, langfristig in der früheren Militärstadt Potsdam eine Friedensuniversität zu gründen, unabhängig von bestimmten politischen, weltanschaulichen und geistigen Richtungen. Eine Friedensuniversität als interdisziplinäres Forum zur Entwicklung von handlungsorientierten Konzepten zum Abbau von Gewalt. Ich freue mich sehr, dass 7 Friedensnobelpreisträger gemeinsam die Schirmherrschaft für die Aktivitäten zur Gründung dieser Friedensuniversität übernommen haben und dass einer dieser Friedensnobelpreisträger heute hier unser Gast ist. Eine Friedensuniversität, die Brücken schlägt, Brücken zwischen Völkern, zwischen den verschiedenen Generationen, zwischen Mensch, Technik und Natur, zwischen den Sprachgruppen unserer Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, die oft so unterschiedliche Sprachen sprechen und sich so oft so wenig verstehen. Wie schaffen wir es, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, die uns wirkliche Dialoge und nicht nur Missverständnisse und Voreingenommenheiten ermöglicht? Wo der Dialog aufhört, kommt es zu Missverständnissen, kommt es zu Konfrontation, kommt es zu Krieg, schreiben Alexander King und Bertrand Schneider in ihrem neuesten Bericht des Rates des Club of Rome. Einen solchen Dialog offen und vorurteilsfrei zu führen, ist der Anspruch der Friedensgespräche, die die FDF als Vorlauf zur Friedensuniversität veranstaltet. Ein Dialog, wo es möglich wird, dem anderen zuzuhören, sich für die Argumente des anderen zu öffnen und nicht auf seinen Standpunkt bis zum bitteren Ende zu verharren.
Ich freue mich sehr, dass heute drei Menschen auf dem Podium sein werden, die diesen Wandel durch Annäherung in der Politik praktiziert haben. Sie haben im Zuge der Verhandlungen über das Berlin-Abkommen der vier Mächte von 1971, sie sind sich wirklich auch menschlich begegnet und haben es geschafft, ein Fundament zu legen für die Beendigung der Konfrontation der Blöcke, indem sie Mut in ihren verschiedenen und eigenen Lagern für Kooperation und Annäherung bewiesen haben. Sie haben es geschafft, Konflikte, wie sie heute an vielen Plätzen der Erde eskalieren, auf friedliche Weise auszutragen ohne Eskalation. Ich habe die Hoffnung, dass wir gerade heute viel von den Erfahrungen von Dr. Henry Kissinger, Dr. Valentin Falin und Professor Egon Bahr lernen können. In diesem Zusammenhang ist dies ein historisches Ereignis, denn Valentin Falin, Dr. Henry Kissinger und Professor Egon Bahr sind noch nie öffentlich aufgetreten zusammen. Und der Dank gilt vor allem Valentin Falin, der diese Veranstaltung hier initiiert hat und Mitglied unseres Kuratoriums ist. Herzlichen Dank. Die Moderation der heutigen Friedensgespräche übernehmen gemeinsam Dr. Josef Joffe, Leiter des Ressorts Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, und Giovanni Di Lorenzo, politischer Reporter der Süddeutschen Zeitung, vielen sicherlich bekannt als Mitinitiator der Münchner Lichterkette gegen Ausländerfeindlichkeit und auch als Moderator der Sendung 3 nach 9 von Radio Bremen. Bevor wir diesen Dialog eröffnen, möchte ich Sie einladen zu einem musikalischen Dialog zwischen Dimitri Tombassow und Frank Imozichner, die vier Präludien Opus 34 von Dimitri Schostakowitsch spielen werden und zum Abschluss noch einmal zu hören sein werden mit der Sonate für Violine und Klavier in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend und einen Wandel durch Annäherung. Herzlich willkommen. Thank you.
Das Abkommen, das unter strenger Geheimhaltung zustande kam, wurde von den vier Botschaftern unterzeichnet. Aber hinter den Kulissen waren an seinem Zustandekommen die Männer beteiligt, die auf diesem Podium sitzen. Wir wollen das damalige Abkommen hinterfragen, nach Wirkungen, Folgen befragen und vor allen Dingen das Glück beim Schopfpacken heute diese drei gewieftesten Diplomaten, sagen wir seit Mitternich, hier sitzen zu haben, zu fragen, welche Lösungsansätze ihnen vorschweben bei der Bewältigung der furchtbaren Konflikte, die die Welt zurzeit in Atem halten. Meine Damen und Herren, auch Sie sollen sich nach dem Willen der Veranstalter und nach unserem Willen auch beteiligen an der Diskussion. Es sind Zettel vergeben worden, die sollen in der Pause, die ungefähr in einer Stunde stattfinden sollen, abgegeben werden. In der Halle ist ein Infostand und wir wollen versuchen, so viele wie möglich dieser Fragen zu berücksichtigen hier. Vor vielen Jahren, können Sie mich hören? Ja. Vor vielen Jahren, es war an der Princeton-Universität,
trat einmal ein deutscher Botschafter ans Mikrofon, um Henry Kissinger vorzustellen. Und zwar mit den Worten: Here is a man who needs no introduction. Hier ist einer, der keine Vorstellung braucht. Und dann hat er trotzdem vorgestellt, nämlich 40 Minuten lang. Warum erzähle ich Ihnen das? Erstens, um Sie zu beruhigen. Die Tatsache, dass hier zwei Moderatoren sitzen, heißt nicht, dass wir zusammen einen 80-Minuten-Vortrag halten, sondern zu zweit sind wir nur, weil sich keiner von uns beiden getraut hat, alleine mit diesen Koryphäen der Geschichte aufzutreten. Zweitens, die Hauptdarsteller hier auf der Bühne brauchen in der Tat keine Vorstellung, aber lassen Sie uns trotzdem kurz in Erinnerung rufen, welche Rolle diese drei in der Phase des Berliner Abkommens gespielt haben. Egon Bahr, ein langjähriger Vertrauter Willy Brandts, hatte schon ab 1966 als Planungsstab im Auswärtigen Amt damit begonnen, eine konzeptuelle Trasse für die Ostpolitik zu bauen. In der sozialliberalen Koalition ab 1969 spielte Egon Bahr eine herausragende Rolle in den Gesprächen mit Moskau und aus Berlin. Valentin Falin saß ihm dabei häufig gegenüber. Als langjähriger Deutschland-Experte, Leiter der Europaabteilung 3 im Außenministerium und schließlich als Botschafter der Sowjetunion in Bonn. Übrigens, beide zusammen waren auch Teil dieser informellen Berlin-Gruppe, die zusammen mit dem Amerikaner Kenneth Rush sozusagen von hinter den Kulissen die offiziellen Berlin-Verhandlungen beraten, vielleicht sogar gesteuert haben. Henry Kissinger war damals der Sicherheitsberater von Richard Nixon, der Mann für die große Strategie in einer der schwierigsten Phasen der amerikanischen Außenpolitik. Während des Vietnamkrieges, der SALT-Gespräche mit Moskau, der Öffnung nach China und der westdeutschen Ostpolitik. Im Sommer 1973, also vor fast genau 20 Jahren, avancierte er zum Außenminister. Und damals war die Presse außerordentlich verwirrt. Und so fragte ihn einer: Möchten Sie Mr. Secretary oder Dr. Secretary genannt werden? Und Kissingers Antwort war: In Protokollfragen bin ich nicht kleinlich. Wenn Sie mich Eure Exzellenz nennen, ist das okay. Und nun in medias res. Das Berlin-Abkommen ist natürlich nicht isoliert zu sehen, sondern es gehört zu dieser großen Phase der Entspannung, Ostverträge, Grundvertrag, Berlin-Abkommen, der SALT-Gespräche, der neuen Dreieckskonstellation USA, UdSSR, China. All die schlugen ein neues Kapitel in den Annalen des Kalten Krieges auf. Bis 1990, dem Ende des Kalten Krieges, sollte noch sehr viel passieren. Viele Ost-West-Konflikte, von Angola über Afghanistan bis zur SS-20-Aufrüstung. Aber damals, eben 1970, 71, begann die groß angelegte Entspannung, zumal das Ende des deutsch-sowjetischen Sonderkonfliktes. Beginnen wir jetzt am besten mit ein paar Zitaten aus Kissingers Memoiren, um die Ausgangslage zu beschreiben und um den Blutdruck der Teilnehmer etwas hochzutreiben. Ich rede ja manchmal ganz gern über anscheinend unwichtige Dinge, weil in denen oft mehr Wahrheit drin steckt als in den scheinbar so wahnsinnig wichtigen. Und es gibt Zeitungen, die machen das genauso. Und die lese ich. Die Wochenpost. Jetzt jeden Donnerstag am Kiosk. Das Verhör in der Oper. Eine Dokumentation der Debatte um Brecht-Dessaus Lucullus-Projekt 1951. Namenlose. Geschichten Utzrachowskis über Kindheit, DDR-Knast und Abschiebung. Dummgeschult?
Eine Vergangenheitsbetrachtung, die mitten hineinplatzt in das Gejammer von man hatte ja nichts tun können. Berlin-Mainzer Straße. Das Buch konfrontiert mit Statements von Besetzern, Polizei, Anwohnern und Politikern. Russlands Stiefkinder. In einer literarischen Reportage erzählt Igor Trutanow über die Deutschen in Kasachstan. Die wiedergefundene Erinnerung. Die Autoren blicken in komplizierte Geschichtskapitel osteuropäischer Systeme. Wir Deutschen haben offensichtlich Schwierigkeiten, wieder ein einiges Volk zu werden. Damit wir mit diesen Schwierigkeiten besser fertig werden, müssen wir viel mehr voneinander wissen. Und darum brauchen wir eine Zeitung, die den Westdeutschen die ostdeutschen Geschichten erzählt und den Ostdeutschen die westdeutschen Geschichten. Die Wochenpost. Jetzt jeden Donnerstag am Kiosk. Beginnen wir jetzt am besten mit ein paar Zitaten aus Kissingers Memoiren, um die Ausgangslage zu beschreiben und um den Blutdruck der Teilnehmer etwas hochzutreiben. Gegenüber den Sowjets herrschte in Washington Misstrauen. Wie Kissinger in seinem Memoiren schrieb, sie verfolgten eine selektive Entspannung, um so, Zitat, das Bündnis zu spalten und uns zu isolieren. Sie wollten uns offenbar in eine Lage hineinmanövrieren, in der es den Anschein hatte, dass wir den Abbau der Spannung verhindern wollten. Zitat Ende. Gegenüber Bonn herrschte ebenfalls ein Maß an Misstrauen. Die Ostpolitik verlief zu stürmisch für Washington. Zitat Henry Kissinger über Egon Bahr. Seine Eitelkeit verführte ihn dazu, mit seinen persönlichen Kontakten zu sowjetischen und ostdeutschen Persönlichkeiten zu protzen. Und das wurde von seinen Gesprächspartnern gelegentlich zweifellos ausgenutzt. Egon Bahr sei zwar ein Linker, aber vor allem ein deutscher Nationalist. Und trotz alledem schreibt Kissinger in diesem selben Kapitel, mir Kissinger, fehlte es jedenfalls nicht an Selbstvertrauen, Bahrs Taktik zu begegnen. So. Genug der Komplimente jetzt. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Herr Bahr, fühlen Sie sich durch das feinsinnige Psychogramm des Herrn Kissinger zutreffend beschrieben? Also erstens bin ich nicht blöd genug, um zu widersprechen. Zweitens glaube ich, dass dem noch vieles hinzuzufügen wäre. Fangen Sie an. Ich war damals der Auffassung, dass es notwendig ist, dass die Deutschen selbst anfangen, sich zu bewegen. Wir lagen schließlich im Zentrum, auch der Gefahr, und niemand würde es für uns tun. Und auf dem Hintergrund des Moskauer Vertrages war eigentlich nicht ein besonders neues Verhältnis zu Moskau hergestellt worden. So, im Verlaufe des Moskauer Vertrages haben wir mit Henry Kissinger ein unglaublich enges Vertrauensverhältnis und ein Verhältnis der Zusammenarbeit entwickelt, was einfach daran lag, dass ich ihm 14 Tage vor der Regierungserklärung von Brandt im Herbst 1969 in einem langen Gespräch erzählt habe, was wir machen wollen. Und ich gebe zu, dass ich ihn mehr informiert als konsultiert habe. Und ich habe sehr wohl gemerkt, dass er misstrauisch blieb. Und erst nach dem Moskauer Vertrag, als ich wieder nach Washington kam, kam er mir entgegen und sagte, das ist eine unglaubliche Sache. Das habe ich noch nicht erlebt, dass eine Regierung erstens vorher sagt, was sie will, zweitens es dann auch tut und drittens es funktioniert. Herr Falin, wollten die Sowjets die Allianz, das westliche Bündnis spalten? Solche stolze Aufgaben stellte damals die sowjetische Regierung nicht. Ende 68 war der Gedanke näher, Brezhnev und anderen, sich aus der Isolation herauszuklettern, in die sich die Sowjetunion durch
Zerschlagung des Prager Frühlings hineingetrieben hat. Ich würde sagen, Moskau suchte buchstäblich Vorwände, wie man die neuen Kontakte knüpft und statt verbrannten Brücken die neuen aufbaut. Und deswegen die Entwicklung in der Bundesrepublik, innere Entwicklung vor den Wahlen, war eine ganz gute Gelegenheit, gewünschte Gelegenheit, unsere Politik in Europa insbesondere einen neuen Anlauf zu geben und zu versuchen, nicht allein mit Paris, ob Paris einer Messe wert ist, wie bekannt, sondern auch mit Bonn etwas Vernünftiges anzufangen. Die besondere Rolle im deutsch-sowjetischen Verhältnis werden wir noch sicherlich darauf zurückkommen. Herr Kissinger, erstmal an Sie die Frage, wenn es doch Misstrauen gab auf allen Seiten, wie erklären Sie sich, dass die Sache insbesondere in der Berlin-Frage dann doch zu einem glücklichen Ende gekommen ist? Ja, ich werde mir erlauben, einige Sätze auf Deutsch mit meinem Deutsch zu belästigen. Ich denke über diese Probleme auf Englisch nach und mir fehlen viele deutsche Worte. Und so jedenfalls am Anfang werde ich meine Gedanken auf Englisch vorbringen. Bevor ich Englisch spreche, möchte ich eines klar machen. Egon Bahr ist mein Freund. Und es ist nicht nötig, mit mir übereinzustimmen in jedem Punkt, um mein Freund zu sein. Ich habe sehr bewundert, wie er die Interessen seines Landes wahrgenommen hat, was seine Aufgabe war. Dasselbe gilt für Valentin Falin, den ich nur als Namen für lange Jahre kannte, aber mit dem ich indirekt durch Egon Bahr und durch Dobrinin und andere mit ihm in Kontakt kam, bis wir uns endlich trafen. Jetzt werde ich etwas auf Englisch sagen, dann vielleicht im Verlauf des Gesprächs mehr Deutsch sprechen. The fundamental problem of American foreign policy, as I saw it, and as we saw it in the Nixon administration, is to try to relate American foreign policy to some permanent interests and permanent objectives. Was ich als grundlegendes Problem der Politik der USA angesehen habe, so habe ich es zumindest immer gesehen, ist, dass wir die Politik der USA mit einem festen Ziel, mit einer festen Zielrichtung versehen wollen und in Verbindung bringen wollen. Und in Verbindung mit dem nationalen Interesse. Denn in Amerika besteht immer die Gefahr, dass man Politik mit einer Art sentimentalen Außenpolitik verwechselt. Mein Misstrauen war nicht gegen Bahr gerichtet. Ich habe viel deutsche Geschichte studiert und ich bin der Ansicht, dass wenn Deutschland im Zentrum Europas eine reine nationale Politik führt, es in eine unmögliche Lage gerät, wie das vor dem Ersten Weltkrieg der Fall war. Und es war mir nicht klar, dass Ostpolitik nicht dazu führen könnte und vielleicht von Moskau so beabsichtigt war, eine nationale Competition, Rivalität zwischen uns und Russland innerhalb Deutschland zu führen. Das wollte ich nicht haben. Egon und ich sprachen zwei Wochen vor der Regierungserklärung und ich gewann Vertrauen zu der Richtung von Brands Politik. Mit den Sowjets die Richtung der sowjetischen Politik nach Stalin war nicht philosophisch ganz klar, denn die ging hin und her zwischen Druck und dann
Friedenserklärungen. Und wir wollten von den Sowjets konkrete Vorschläge über spezifische Probleme. Wir wollten uns nicht mit Friedenserklärungen abspeisen lassen. Und wir wollten nicht in eine Lage kommen, wo wir darüber diskutieren sollten, ob wir Frieden wollen oder nicht Frieden wollen. Wir wollten darüber diskutieren, welche konkreten Lösungen von spezifischen Problemen wichtig waren. Nachdem ich die Ostverträge sah, und dann sahen wir in den Berliner Lösung eine konkrete Möglichkeit, wo man über das Abstrakte dann nicht sprechen brauchte. Und mit der Entspannung, wir waren der Ansicht, wenn wir die Sowjets dazu bewegen könnten, über konkrete Probleme mit uns zu sprechen, dass wir genügend Vertrauen in die Zukunftsentwicklung hatten, dass eine lange Periode des Friedens uns wahrscheinlich mehr helfen würde als einer aggressiven sowjetischen Politik. Und deshalb gingen wir in 1969 zu der Entspannungspolitik über, in der dann wir drei aus verschiedenen Gründen in der Richtung des Berlin-Abkommens gingen. Herr Kissinger, Sie machten damals die große Politik mit China und der Sowjetunion. Egon Bahr machte die kleine Politik mit der Sowjetunion und der DDR. Wie passt Berlin als Bindeglied zwischen diesen beiden Ebenen? Welche Funktion hatte die in der amerikanischen Politik? Wir waren in der Lage, wo wir den Vietnamkrieg beenden wollten. Das war unser hauptpsychologisches Problem. Wir wollten eine Öffnung nach China, die uns nicht völlig klar war, wie das gelingen würde. Und wir wollten eine Entspannung mit Moskau. Wenn Herr Falin mir das erlaubt, unser erster Versuch war in der Richtung von Moskau. Das uns aber dann zwingen wollte, Vorleistungen zu machen, bevor wir überhaupt ins Gespräch kommen konnten, was Herr Falin sich sicher genau erinnern kann. Dann sagten wir, gut, wir warten mit Russland, bis wir in China waren. Für uns war Berlin erstens wichtig, um zu beweisen, dass die Sowjets nicht fortwährend eine Krise in Zentraleuropa wollten. Und in diesem Sinn hatten wir genau dasselbe Interesse wie die Bundesrepublik und wie eine wohlverstandene sowjetische Politik. Zweitens gab es uns die Möglichkeit, von der Ebene des Theoretischen, ob wir für oder gegen Frieden sind, in eine sehr konkrete Verhandlung zu kommen. Und Berlin war für uns ein Symbol, aber auch etwas sehr Konkretes, denn wenn es mal keine Möglichkeit mehr gab, außer einen Vertrag zu brechen, auf Berlin Druck auszuüben, dann konnte man sich wirklich vorstellen, wie die Entspannung in Zentraleuropa weitergehen würde und wie die Zukunft Deutschlands der geschichtlichen Entwicklung überlassen konnte. Das war unsere Vorstellung. Ich persönlich habe mich nicht zu sehr in die Details eingemischt, weil ich mir sagte, alle diese bürokratischen Probleme, wie das alles ganz genau gemacht wird, daran, das ist für die Deutschen wichtiger als für uns. Und ich hatte genügend Vertrauen in Egon, dass das schon richtig rauskommen würde. Und man muss sagen, dass in den 20 Jahren, wo dieser Vertrag lief, nicht einmal ein technisches Problem über das Abkommen selbst never interfered wird. Hat sich nie ein Problem ergeben, technischer Art. Ja. Ich würde gern zwei Punkte ergänzen aus unserer Sicht damals.
Der erste Punkt war, wir hatten nicht juristisch, aber politisch ein Junktim geschaffen zwischen dem Moskauer Vertrag und einem noch nicht existierenden Berlin-Abkommen und hatten, wenn man so will, das Schicksal des Moskauer Vertrages abhängig gemacht von einem befriedigenden Vier-Mächte-Abkommen Berlin. Valentin Falin hat damals davor gewarnt, weil er sagte, damit geben wir das Schicksal des Moskauer Vertrages in die Hand der Amerikaner. Wenn die Nein sagen zu einem Berlin-Abkommen, dann ist der Moskauer Vertrag geplatzt. Und mein Vertrauen war eigentlich, oder Zutrauen war eigentlich, dass die Amerikaner nicht Moskau platzen lassen würden, wenn es zu einem befriedigenden Berlin-Abkommen kommt. Das war der eine Punkt, der Ausgangspunkt dann war dafür, dass nachdem die Verhandlungen der vier Botschafter hier im Kontrollratsgebäude sich totliefen, weil sie Monate darüber redeten, wie ist die unterschiedliche legale und auch völkerrechtliche Position zu Berlin. Wir dann die Idee hatten, und Henry hat das Gott sei Dank akzeptiert, da habe ich gezittert bei dem Gespräch, bei der Bilderberg-Konferenz, ob das klappen würde, zu sagen, lass doch diese ganzen Juristereien mal beiseite. Also wir akzeptieren doch alle, dass die vier Mächte kompetent sind, zu verhandeln und einen Vertrag zu schließen. Lasst uns konzentrieren auf die praktisch zu regelnden Fragen. Und da haben wir dann dieses Unicom eingesetzt. Das heißt, der Ken Rush, der amerikanische Botschafter, direkt gekoppelt mit Henry Kissinger, der sowjetische Botschafter in Bonn, direkt gekoppelt an Brezhnev, und der Staatssekretär im Kanzleramt, direkt gekoppelt an den Kanzler, haben zu dritt zusammengesessen und haben den ganzen Vertrag durchformuliert und abgestimmt und darüber ein Vertrauen gewonnen, das im besten Sinne des Wortes klar war, niemand will den anderen betrügen. Wir haben uns gegenseitig auf Fallen aufmerksam gemacht oder auf Vokabeln, die der eine oder andere nicht verstand, denn das fand in Englisch statt, aber jeder hatte im Ohr, wie das in Russisch klingt oder wie das ins Deutsche klingt oder im Deutschen klingt. Da war der eine Punkt. Der andere Punkt war, uns war klar, dass die ganze Sache im Wesentlichen auf Kosten der DDR ging. Die DDR musste eine ganze Menge bezahlen. Und umgekehrt konnte das ausgeglichen werden dadurch, dass die DDR natürlich damit auch internationale Reputation gewinnen würde. Es war das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte, dass die vier Mächte kein Abkommen über Deutschland schließen konnten, ohne Beteiligung der beiden deutschen Staaten, nämlich das Transitabkommen, musste zwischendurch geschlossen werden. Wer hat denn für die DDR gesprochen? Niemand. Das ist nicht ganz klar. Also die Dreierkombination genügte und er hatte die freundliche Aufgabe und nette Aufgabe, die Sache mit der DDR klarzuziehen. Wie gestaltete sich denn dieser? Eines der interessanten Aspekte dieses Vertrags ist, dass es keine offizielle deutsche Version gibt. Zum Teil. Also gab eine deutsche Version. Der offizielle Text ist in Französisch, Englisch und Russisch. Ja, das ist doch klar. Nicht in Deutsch. Das ist klar. Herr Falin, wie haben Sie es damals den Verbündeten versucht nahezubringen, wenn es denn überhaupt stimmt, was Herr Bahr? Ich möchte noch hinzufügen zu dem, was Henry Kissinger und Egon Bahr gesagt haben. Bevor überhaupt alles in Bewegung kam, was die Bundesrepublik Deutschland angeht, musste man manche Hindernisse zu Hause überwinden. Weil es gab verschiedene Meinungen in der höheren Etage der Führung, ob im Interesse der Sowjetunion ist, eine CDU-Regierung in Bonn als Partner zu haben oder eine Regierung, wo die erste Geige
SPD spielen wir. Es ist war uns gelungen, Gramsci zu überreden, dass ohne vernünftige, geregelte Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland keine Gesundung der Situation in Europa möglich ist. Und auf diesem Wege schien es uns aufgrund der Analysen, die Ende 68, Anfang 69 gefertigt wurden, die Stellungnahme, Position, Ansichten der SPD unseren optimaler erschienen als die damals von Kurt-Georg Kiesinger. Aber internationale Abteilung des Zentralkomitees war gerade ganz anderer Meinung. Und damaliger Chef dieser Abteilung, Panamarev, versuchte, Hermann Axen aus Zentralkomitee der SED dafür zu gewinnen, dass unsere diese Strategie nicht zustande kommt. Es gab, um kurz zu fassen, ganz intensive Diskussionen im Politbüro und in anderen Gremien der Sowjetunion, Stellungnahme des Außenministeriums hat gewonnen. Dann begannen wir diese Arbeit. Das ist zum Ersten. Zum Zweiten. Es ist nicht zu vergessen, welche primäre Rolle eine Akte gespielt hat, die zwischen den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und Großbritannien ausgehandelt wurde im Jahre 68, Nichtverbreitungsvertrag. Das war auch einer der wichtigsten Verträge der Nachkriegszeit und für uns, für unser Land, war es außerordentlich wichtig, ob die Bundesrepublik Deutschland diesem Vertrag beitritt oder nicht. Und nachdem die sozialliberale Koalition das gemacht hat, es war in Moskau klar, mit diesen Leuten ist es seriöse Verhandlungen zu führen. Diese Frage, ich würde die Frage gerne weitergeben, auch an Herrn Kissen. Und jetzt Ihre Frage. Ja. Ich hatte wirklich sehr schöne und gute, interessante Aufgabe, weil die ich mir Möglichkeit hatte, jede Woche Berlin zu besuchen, mit Ulbricht abzustimmen, die Konzepte des vierseitigen, genau genannt, Vier-Mächte-Abkommens. Und es war auch nicht so leicht, weil in der DDR-Führung gab es verschiedene Flügel, einer von Erich Honecker geführt, anderer von Stoff geführt, und in der Mitte Walter Ulbricht. Und es war, mir waren Instruktionen und Vollmachten gegeben von Brezhnev, mit Ulbricht zu streiten, zum ersten Mal. Das war übrigens verboten, Beamten so etwas zu tun, mit ersten Männern in befreundeter Staaten. Aber Gott sei Dank, es war gelungen und Stoff hat dabei sehr konstruktive Hilfe geleistet. Herr Falin, Sie haben mit Ulbricht gestritten, haben Sie ihn auch gestürzt? Nein, das habe ich nicht getan und ich das würde nicht tun. Aber er ist mitten in diesen Verhandlungen gestürzt worden? Nein, nicht mitten. Er hat Ja gesagt und bald war gestürzt. Also. Vergessen Sie. Herr Kissinger, Herr Bahr, welche Widerstände gab es in der eigenen Regierung zu Hause zu überwinden und warum war die Geheimhaltung beim Zustandekommen des Abkommens so wichtig? Bei uns gab es zwei Arten von Widerständen, die ganz gegensätzlich waren. Eine war gegen irgendeine Verhandlung mit den Sowjets, mit der Theorie, dass sie uns auf jeden Fall betrügen würden und auf jeden Fall besser verhandeln würden als wir, weil sie teuflisch geschickt sein sollten. Und die wollten warten, der rechte Flügel wollte warten, bis sich das Sowjetsystem völlig verändert hatte, bevor
überhaupt Verhandlungen stattfinden sollten. Im Jahre 1970 kenne ich niemand, der wirklich erwartete, dass das Sowjetsystem zusammenbrechen würde. So, wenn man sagte, man soll warten, bis es sich völlig ändert, hieß das, dass man überhaupt nicht verhandeln wollte. Dann gab es einen linken Flügel, der der Ansicht war, dass die Regierung gegen jeden Frieden Bewegungen sein würden und die immer drängten, mehr und mehr Konzessionen zu machen, sodass wir in der Nixon-Administration in der Mitte zwischen diesen beiden Gruppen standen und in jeder öffentlichen Verhandlung von beiden Seiten gleichzeitig angegriffen wurden. Die Ersten, die nicht verhandeln wollten, und die Zweiten, die viel weiter gehen wollten als wir. Dann muss man bedenken, das war ein Problem, dem vier Mächte zustimmen mussten. Sodass jedes Mal, wenn ein Vorschlag unterbreitet wurde, gab es dann sofort viele, die sagten, entweder man hätte ihn nicht unterbreiten sollen oder man hätte weitergehen sollen, sodass wir den größten Teil unserer Zeit damit verbracht hätten, mit uns selbst zu verhandeln. Deshalb war es wichtig, dass man ein Dokument hatte, dem alle Parteien zustimmen würden, bevor es zu einer öffentlichen Diskussion gab. Es gab ja genügend Gelegenheit danach, die Diskussion zu führen. Aber wenn man mit vier Mächten verhandeln muss über ein Problem so kompliziert wie Access Routes nach Berlin und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, und wenn dann jeder sofort eine Diskussion anfangen kann, und die andere Seite nicht weiß, ob man selbst den eigenen Vorschlag annehmen kann. Und wenn man auf jeden Fall oft nicht wusste, wie diese Gedanken überhaupt aufgenommen werden konnten, musste man eine Art konzeptuelles Understanding machen, das uns erlaubte, dann ein Dokument zu schreiben. Und wie gesagt, es gab ja monatelang von Kongress und von dem deutschen Parlament, von dem das Dokument dann lange diskutiert wurde. Die Geheimhaltung war vor der eigenen Bürokratie teilweise. Es war nicht eine Frage, dass die Bevölkerung nicht wissen sollte, was das Abkommen sei. Ich würde auch noch gerne eine Ergänzung dazu machen. Die Geheimhaltung war auch nötig, weil die Deutschen ja am Viermächtetisch gar nicht saßen. Und verdammt uns zugenäht, wir hatten ein vitales Interesse und wussten, wovon wir sprachen, vielleicht besser als die Vertreter der vier. Nicht? Ich erinnere eine Geschichte, nachdem dieser Kanal schon etabliert worden war und das Dreiergremium geschaffen worden war, dass der Leiter der Europaabteilung mal rüberkam zur Konsultation, der von diesen Verhandlungen nicht informiert war. Und dem hatte ich gesagt, der war an den offiziellen Verhandlungen beteiligt, wir brauchen übrigens für die Westberliner die Bundespässe zurück. Darauf hat er gesagt, die gibt es nicht mehr. Das ist seit Ende der 50er Jahre weg. Darauf habe ich gesagt, wir brauchen sie aber. Und darauf hat er gesagt, die sind nicht zu kriegen. Verhandeln Sie oder verhandeln wir? Darauf habe ich gesagt, Sie verhandeln. Aber wenn Sie mit dem Ergebnis kommen, dass wir ablehnen, können Sie es in den Papierkorb werfen. Der Hintergrund war, wir hatten zu dritt diese Frage schon gelöst. Und zwar positiv. Und dann war es ein schwieriger, komplizierter Prozess, über den wir dann gesondert geredet haben, und die Hauptarbeit musste Ken Rush leisten, das zu übertragen an den offiziellen Verhandlungstisch. Herr Bahr, Herr Falin, da das Interesse hier im Saal auch groß ist, den Bogen zu heute zu spannen, die Frage, hatten Sie damals jemals darüber nachgedacht, dass die Entspannung als Gift für die Sowjetherrschaft in Zentral- und Osteuropa fungieren würde? Die Frage war nicht nur gestellt von jedem für sich selbst, sondern sie war sogar diskutiert in diesem Kreis unter drei Vertretern. Und meine These lautete,
Diese Entscheidung, die Bundesbürger und Westberliner erlaubt, die DDR zu besuchen, wird nicht ohne Folgen sein für die Politik der DDR in Frage Besuche Ostdeutschen in der Bundesrepublik. Man konnte sich nicht feststellen oder vorstellen. Wenigstens ich konnte das nicht. Leider, es war anders geworden. Dass man einen Leib halbiert oder so etwas tut und dann sagt, Problem ist erledigt. Das geht nicht. Man kann nicht die Welt um sich verändern und sich selbst so lassen, wie man im Kalten Krieg oder unter kalter Dusche sich erzogen hat und glaubt, dass die Normalität ist schon zustande gekommen. Waren die Folgen, Herr Bahr, einkalkuliert oder waren Sie von diesen selbst überrascht? Welche Folgen meinen Sie? Entspannung. Ende der Sowjetunion. Nein, also ich habe mir das Ende der Sowjetunion nicht vorstellen können. Ich habe es nicht gesehen und ich habe geglaubt, die Sowjetunion ist reformfähig und wir werden eines Tages ein anderes Regime haben, mit dem wir anders übereinstimmen. Also wir haben nach dem Einmarsch der Invasion in der Tschechoslowakei 68 gesagt, wir sollten versuchen, dazu beizutragen, dass der Prager Frühling in Moskau stattfindet. Dann werden jedenfalls die Tschechen nicht einmarschieren. Sind sie ja auch nicht. Also, dann kam der Prozess Helsinki. Und mit Helsinki war eine Richtung gesetzt für Entspannung und bestimmte Kriterien des Verhaltens. Und danach begannen, nach 75 begann das, was man Dissidenten genannt hat. Oh, Dissidenten, das ist ein Problem nach Oktoberrevolution. Sogar zum ersten Mal war Begriff Dissidenten damals erschienen. Man hat aus Dissidenten ein Problem künstlich geschaffen, indem man glaubte, die Probleme mit Andersdenkenden soll man nicht in zu Hause lösen, sondern anderswo. Mhm. Ich habe darüber mit Andropow sehr oft gestritten, ohne Erfolg. Weil er der andere Meinung war. Aber aus meiner Sicht, das war Überlagerung der Probleme und Untersetzung der Situation im Lande. Jetzt zu diesem Thema Helsinki. Es war dieselbe Situation für die Sowjetunion wie für die DDR mit Berlin-Abkommen. Die Sowjetunion sollte sich innerlich verändern, entsprechend der Schlussakte von Helsinki. Und soweit die Sowjetunion nicht bereit war oder nicht imstande, das mitzumachen, so hat die Führung des Landes den Boden unter den Füßen abgeschafft. Das war Beginn dieser Prozesse. Sonst war das Land durchaus reformfähig, solange, ich möchte unterstreichen, dieses Land geführt wurde. Und nicht wie nach 1975, Brezhnev war total krank und unser Land regierte sogenannte Viererbande. Gromyko, Andropow, Ustinov, Suslov, manchmal andere waren dabei, aber jeder bediente sich selbst und jeder zog in eigene Richtung. Herr Kissinger, wie weit ging denn Ihre Fantasie? Hätten Sie sich vorstellen können zum Beispiel, dass die Gesellschaften das Heft in die Hand nehmen würden, wie im Ostblock 1989? Nicht die Macht, nicht die Staaten? I was convinced that what we called the satellite orbit would gradually disintegrate. Ich war überzeugt, dass das, was wir die Satellitenstaaten nannten, dass die allmählich auseinanderfallen, zerfallen würden. And we followed two directions. One, the Helsinki course, which made the internal treatment in the communist world for the first time a subject of international consultation.
Wir haben zwei Wege verfolgt. Einmal die Richtung in Zusammenhang mit den Verhandlungen in Helsinki. Unter dieser Maßgabe wäre dann die interne Behandlung der innerhalb des kommunistischen Systems zum ersten Mal auch Gegenstand internationaler Verhandlungen geworden. Herr Kissinger, wie weit ging denn Ihre Fantasie? Hätten Sie sich vorstellen können, zum Beispiel, dass die Gesellschaften das Heft in die Hand nehmen würden, wie im Ostblock 1989? Nicht die Macht, nicht die Staaten? I was convinced that what we called the satellite orbit would gradually disintegrate. Ich war überzeugt, dass das, was wir die Satellitenstaaten nannten, dass die allmählich auseinanderfallen, zerfallen würden. And we followed two directions. One, the Helsinki course, which made the internal treatment in the communist world for the first time a subject of international consultation. Wir haben zwei Wege verfolgt. Einmal die Richtung in Zusammenhang mit den Verhandlungen in Helsinki. Unter dieser Maßgabe wäre dann die interne Behandlung der innerhalb des kommunistischen Systems zum ersten Mal auch Gegenstand internationaler Verhandlungen geworden. And secondly, we pursued a policy vis-à-vis each of the individual satellites, where they could pursue their national interests separately in dealings with the United States. Die zweite Richtung unserer Politik war oder wäre gewesen, dann die einzelne Kontakte mit den individuellen Satellitenstaaten aufzunehmen, die es diesen erlauben würde, ihre eigenen Interessen in Zusammenhang und gegenüber den USA zu vertreten. But we thought this was a fairly long-term process in the 70s. In den 70er Jahren hielten wir das für einen recht langfristigen Prozess. In the 80s, as Mr. Falin knows from our personal dealings, I became convinced that it would be more rapid and that it should be more rapid evolution should become the subject of conversations. In den 80er Jahren, und Herr Falin weiß das ja eben aus unseren persönlichen Gesprächen, kam ich allmählich zur Überzeugung, dass das ein schnellerer Prozess werden würde und dass dieser Prozess sich dann auch tatsächlich schneller abwickeln würde. But I did not think it would be. I, when President Bush was elected, I told him that I thought the what we called the satellite orbit would collapse totally during the two terms he would be president.
Wie dann Präsident Bush nach seiner Wahl das Amt übernahm, habe ich ihm schon gesagt und vorausgesagt, dass nach meinem Dafürhalten diese ganzen Satellitenstaaten innerhalb seiner zwei Amtszeiten auseinanderfallen würden. Of course, it happened much more rapidly than I anticipated, and it never occurred to me that the Soviet Union would disintegrate. Tatsächlich ist es ja dann noch schneller vor sich gegangen, als ich das vorausgesehen hatte, und ich hatte an sich nie vorausgesehen, dass die Sowjetunion als solche zerfallen würde. And I frankly don't know anybody who dealt with foreign policy in any country who ever predicted this, whether they were on the left or on the right. Und ich muss Ihnen offen sagen, ich kenne niemanden, der mit der Außenpolitik in irgendeinem Land der Welt zu tun hatte, der das vorausgesagt hätte. Unabhängig davon, ob die nun rechts oder links standen. Ich kannte zumindest niemanden. Die meisten Journalisten haben es auch nicht vorausgesehen. Das ist ein Trost für Sie alle. Ich habe eine Frage an Sie alle drei. Was hat denn nun das Ende der Sowjetunion, das Ende des Kalten Krieges herbeigeführt? Die Entspannung à la Egon Bahr oder die Politik der Stärke à la Ronald Reagan? Wer möchte die Antwort geben? Vielleicht am besten Herr Falin. Ich möchte Folgendes feststellen. Der Kalte Krieg war eine außergewöhnliche und außerordentliche Situation. Im Grunde genommen, ich vertrete den Standpunkt, das war der dritte Weltkrieg. Und man kann sich nicht vorstellen, dass eine Gesellschaft, ein Staat oder eine Gruppe von Staaten beliebig lange Zeit imstande sind, unter diesen außerordentlichen Umständen zu existieren. Aber bei uns entwickelte sich allmählich ein Gefühl, dass diese Situation sich ewig dauern wird, und man hat nicht entsprechende Positionen aufgebaut, die im Falle der Entspannung, richtiger Entspannung, zu bekleiden seien. Man hat praktisch auf die Spannung gesetzt und so sich selbst totgerüstet. Ich habe im Jahre 70 und später mehrmals Brezhnev zu beweisen versuchte, wir rüsten nicht gegen die Amerikaner, wir rüsten gegen uns selbst. Und deswegen versuchte ihn zu überzeugen, man muss, wenn nötig, einseitig die Schritte einleiten, die zur Minderung dieser unmöglichen Bürde beitragen könnten. Stellen Sie sich vor, Ihre deutsche Situation, wenn Sie 7-mal mehr für militärische Ausgaben Mittel, Ressourcen opfern sollen als heute. Oder die Amerikaner 3-mal so viel wie heute. Oder Japaner 13-mal so viel wie heute. Was würde aus ihrer Wirtschaft? Henry Kissinger, wer war der Totengräber der Sowjetunion? Egon Bahr oder Ronald Reagan? Gut. I actually believe it was the approach of Nixon that introduced an element of stability into the relationship, where for the first time it was not dealt with as a purely ideological issue. And I think that that started the process, the Helsinki, the Berlin Agreement, this enmeshing the Soviet Union in a whole set of agreements which made assaults on the international order progressively more difficult. And then I think Reagan deserves considerable credit from the internal American point of view. The mistake we made in the Nixon administration was not to understand the theological basis in which Americans approach foreign policy. And what Reagan did was to take a very similar policy but explain it in more ideological terms, which then achieved a much greater support
than the more analytical national interest approach that the Nixon administration. Ich glaube eigentlich, dass es die Vorgehensweise, zuerst die Vorgehensweise von Präsident Nixon war, denn er hat ein Element der Stabilität in diese ganze Angelegenheit gebracht, dass es nicht mehr so ideologisch ausgerichtet war und was dann zu Helsinki und den Berlin-Abmachungen führte. Das lief darauf hinaus, dass die Sowjetunion doch in eine Art Netzwerk eingebunden wurde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Reagan intern für die USA hier etwas Positives zustande gebracht hat. Wir in der Nixon-Administration zur Zeit der Amtszeit von Präsident Nixon haben das etwas theoretisch gesehen. Reagan hat das im Gegensatz dazu etwas ideologischer untermauert oder erläutert und hat damit eine Unterstützung sozusagen geschaffen oder eine Stütze. Aber ich habe das nur von dem amerikanischen Gesichtspunkt beschrieben. Ohne die Kooperation mit europäischen Freunden wie Brandt und Bahr wäre es nicht möglich gewesen. Und ohne den Anstoß, den die gaben, wäre es auch nicht möglich gewesen. Ich war ein großer Bewunderer von Adenauer. So will ich nicht missverstanden sein. Und ich war im Großen ein Bewunderer auch seiner Politik. Aber im Jahre 1970 war es nicht mehr möglich, die Politik nur mit Konfrontation zu führen. Das hätte uns psychologisch erschöpft. Das hätte alle Demokratien hätten ihre Kraft dazu verbraucht, intern zu diskutieren, wer für den Frieden ist und wer gegen den Frieden ist. So, damals war es absolut nötig, dass man neue Impulse gab. Und es war auch wichtig von dem Standpunkt einer etwas eingefrorenen Sowjetregierung, denen eine Möglichkeit zu geben, einen anderen Weg zu finden. Herr Bahr, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist das eine rhetorische Frage, Sie zu fragen, ob Sie der Sieger sind? Nein, also der Erfolg hat viele Väter. Ich kenne jedenfalls noch einen anonymen Vater, den wir nicht vergessen sollten. Ich bin fest davon überzeugt, dass ohne die Revolution der Kommunikationssysteme der letzten 30 Jahre die Sache auch nicht so gewesen wäre. Es kommt noch dazu. Also die Tatsache, dass man Rundfunk und bewegte Bilder überall in der Welt hat und damit keinen mehr abschließen kann und damit allen klar machen kann, was Recht ist oder was Gerechtigkeit ist, plus wie besseres Leben aussieht. Diese Revolution ist übrigens nicht zu Ende und wir wissen heute noch nicht, was sie uns bringen wird. Okay, das ist eine schöne Überleitung in den dritten Teil dieser Übung. Wir haben vorhin nicht zu Unrecht gesagt, dass die drei größten Diplomaten seit Metternich vor uns sitzen. Und diese drei größten Diplomaten wollen wir jetzt im letzten Teil dieser Diskussion fragen, wie sie jetzt mit der ganz neuen Welt fertig werden. Also die ganz neue Welt ist doch so, dass das Ende des bipolaren Konfliktes war ja auch das Ende der bipolaren Ordnung, der Stabilität. Und statt des großen, aber nie ausgebrochenen, sehr abstrakten Krieges haben wir jetzt viele kleine, echte Kriege. Einer davon ganz in der Nähe von uns. Also, die Herren Metternich II sind jetzt gefragt. Wir haben die Einheit Deutschlands, aber haben keine Sicherheit in Europa. Das heißt, wir haben die Schularbeiten nachzumachen. Und das bedeutet nun, dass alle anfangen zu überlegen, die Amerikaner überlegen, was ist eigentlich ihre Rolle als einzige verbliebene Supermacht. Und ich sehe bisher kein Konzept, das mich überzeugt. Ich sehe solche Diskussionen in Frankreich und in England und in Deutschland auch. Man soll sich nicht wundern, dass die Deutschen da noch nicht jede Antwort haben. Meiner Auffassung nach, nachdem Deutschland keine territorialen Ambitionen hat, die Grenzen sind,
ist das Interesse Deutschlands, beizutragen zur Stabilität in Gesamteuropa. Das heißt, Stabilität heißt, die Staaten sollen in den Grenzen bleiben, in denen sie sind. Das alte Prinzip des Gewaltverzichts, mit anderen Worten. Und das heißt auch, dass Deutschland dieses Ziel, Stabilität in Europa, natürlich nur mit Osteuropa schaffen kann. Dort sind die Probleme. Und es gibt viele in Westeuropa, die das noch nicht sehen, die glauben, wir könnten also so schön weiter leben auf der Insel der Seligen. Das ist nicht möglich. Wir werden nicht nur von den Armutsflüchtlingen sonst überschwemmt werden, sondern auch von den zusätzlichen Flüchtlingsströmen als Ergebnis von Kriegen und Bürgerkriegen. Deshalb ist unser vitales Interesse Stabilität in Gesamteuropa, und das können wir nur mit den Völkern in Osteuropa auf dem Hintergrund dessen, was wir haben, nämlich NATO, erreichen. Das ist im Grunde das, was man fortsetzen sollte. Herr Bahr, die Völker bleiben doch nicht in ihren Grenzen. Die halten sich doch nicht an die Helsinki-Charta. Das Problem ist doch, dass die Grenzen mit Gewalt verändert werden. Welche Rolle, Stabilitätsrolle kann dann die Bundesrepublik spielen? Oder Amerika? Oder Russland? Also ich würde gerne mal hören, was der Henry nun von sich aus nach vorne sagt. Ich bin gern bereit, auf Ihre Frage zurückzukommen. Auch dieser Russe soll mal was dazu sagen. First of all, the end of the Cold War is a major conceptual problem for the United States. If you look at American history, the United States has almost always, I would say always, engaged itself believing either that it was in an ideological struggle of good against evil, or that the problem it dealt with could be overcome by the expenditure of resources in a limited period of time. For example, the Marshall Plan, or various other aid projects. Also, if you see what American statesmen have said over the years, over the whole century, the American public is always impressed when it is told that it is not pursuing a national interest, but some altruistic purpose. Sie sprachen über dieses Problem eines Konzeptes, das die USA jetzt haben. Wenn wir in der Geschichte der Vereinigten Staaten nachschauen und prüfen, dann stellen wir fest, dass es entweder ideologische Kämpfe waren, die hier Eingreifen ausgelöst haben, oder dass Ressourcen eingesetzt wurden von Seiten der USA über einen begrenzten Zeitraum. Ein Beispiel ist hier der Marshallplan seinerzeit oder andere Unterstützung und Hilfspläne. Die Staatsmänner der USA haben das in der Vergangenheit immer so gemacht, sie haben, oder wir stellen fest, dass die Öffentlichkeit der USA bereit ist, mitzuziehen, wenn man ihnen erläutern kann, dass es nicht das Eigeninteresse ist, das hier auf dem Spiel steht, sondern dass es eine altruistische Sache ist, für die man sich einsetzt. But in the current world, this is simply not true. None of these principles really apply. There is no ideological conflict. Most of the problems we are discussing in one form or another are likely to continue for a long time. They have no final solution. They can be improved, but they cannot be ended. And that requires a re-education of American leadership groups in addition to the public. To what? For welches, zu welchem Zweck? Well, we see it, for example. Lass doch mal übersetzen erst. Yeah. Danke. Aber jetzt handelt es sich bei den derzeitigen Schwierigkeiten ja nicht um ideologische Fragen, und es ist hier auch in keiner Weise eine endgültige Lösung zu sehen. Das führt wohl dazu, dass die führenden Leute in den USA, also die führenden Politiker, im Grunde eine andere Erziehung brauchen,
um dann andere Dinge jetzt Ihrer Öffentlichkeit nahe zu bringen? Ihre Frage? Wozu? Es gab einen amerikanischen Diplomaten, der sagte, wenn man nicht weiß, wo man hingeht, führt jeder Weg in diese Richtung. Das Erste, was wir nötig haben, ist zu definieren, was wir überhaupt in dieser Welt wollen. Ja. Und zweitens, welche Möglichkeiten bestehen, das zu erreichen. Was sagt die Welt dazu? Was? Kommen wir noch. Die Diskussion kommt hinterher. Die Fragen. Und dann müssen wir eine Methodik finden, wie man die konkreten Probleme, die man voraussehen kann, wie man die behandeln wird. Und das wird in manchen Beziehungen schwieriger sein als im Kalten Krieg. In der Berliner Frage, wenn wir uns an dem Punkt, wo wir uns entschlossen hatten, zu verhandeln und die Methodik, da gab es eigentlich nur eine Richtung und wir würden entweder Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Und die Wahrscheinlichkeit war, dass wir Erfolg haben würden, wenn die ersten zwei Fragen gelöst waren. In der jetzigen Zeit, mit dem besten Willen in der Welt, gibt es Probleme, für die es keine Lösung gibt. Ich glaube nicht, dass es eine befriedigende Lösung für Bosnien gibt. Man kann das nur mildern und größtes Suffering vermeiden. Ich glaube nicht, dass in Bosnien amerikanische und russische Interessen zusammenlaufen, wenn es zu einer militärischen Aktion kommen sollte. Das ist eine interessante Frage. Das ist, aber auf jeden Fall ist nicht so wichtig, ob ich hier recht habe in jedem Punkt. Wir alle müssen das jetzt anders durchdenken, wie wir das während des Kalten Krieges machen. Also, ja, ein amerikanischer, zwar nicht Diplomat, hat mir mal gesagt, wenn zwei Partner immer gleicher Meinung sind, so ist wenigstens einer von ihnen überflüssig. Deswegen, es ist nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert, wenn bei Gesprächen, Verhandlungen und Diskussionen wir verschiedene Meinungen sind. Und das erlaubt uns, uns selbst zu bereichern, auch die anderen etwas beizutragen. Aber was folgt aus Berliner Verhandlungen und aus diesem Komplex deutsch-deutschen Beziehungen, unserer Beziehungen mit der Bundesrepublik und später mit ganz Deutschland? Zum ersten Mal im Jahre 70, 71, wir haben die Chance nicht verpasst, die nach dem Kriege vorhanden gewesen war. Die andere Frage, ob östliche Seite, inklusive die Sowjetunion, optimal die Möglichkeiten genutzt und ausgeschöpft hat im Vergleich mit westlicher Seite, das lassen wir beiseite. Das ist schon die Frage der politischen Kultur und der politischen Kunst. Was aber von primärer Bedeutung aus meiner Sicht ist, wir dürfen heute keine Zeit verlieren. Und das ist einer der wichtigsten Erfahrungen, die ich aus Vergangenheit ziehe. Wir glauben, die Probleme, die auf uns herankommen, sind die Probleme im Balkan oder sonst wo in Europa. Die wichtigsten Probleme haben ganz anderen Namen. Demografie in der ganzen Welt, Ökologie in der ganzen Welt. Und wenn wir Zeit verlieren, Ressourcen investieren in diese Konflikte, die nicht ohne unsere Beteiligung zustande kommen. Erst handeln wir und dann denken. Jetzt in Bosnien. Ökologie ist alles sehr wichtig. Nein, jetzt ist Krieg. Für Bosnien handelt, ist es folgendes. Erst denken und dann handeln. Wie für Bosnien selbst, als auch für die, die erst Voraussetzungen für Konflikt schaffen und dann versuchen, den Konflikt beizulegen. So geht es leider nicht. Außerdem,
Es gibt keine Prinzipien, die wie Atom zu spalten sind. Gleichberechtigung, Selbstbestimmung für eine Nation, sagen wir Georgien, das ist gut, für Abchasien ist das schlecht. Für Kurden in Türkei ist das schlecht, für Kurden in Irak ist das gut. Und so weiter. Wenn eine Person als Person sich spaltet, dann gelangt sie in ein Irrenhaus. Wenn Politik aber sich spaltet, dann ist das etwas Modernes. Was Deutschland ganz dringend braucht, ist ein intelligentes Wochenblatt, das nicht nur das Bewusstsein der alten Bundesrepublik spiegelt, sondern die neue gesamtdeutsche Wirklichkeit. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Blatt tatsächlich schon haben. Die Wochenpost. Jetzt jeden Donnerstag am Kiosk. Das Verhör in der Oper. Eine Dokumentation der Debatte um Brecht, Dessaus Lucullus-Projekt 1951. Namenlose. Geschichten Utzrachowskis über Kindheit, DDR-Knast und Abschiebung. Dummgeschult? Eine Vergangenheitsbetrachtung, die mitten hineinplatzt in das Gejammer von man hatte ja nichts tun können. Berlin-Mainzer Straße. Das Buch konfrontiert mit Statements von Besetzern, Polizei, Anwohnern und Politikern. Russlands Stiefkinder. In einer literarischen Reportage erzählt Igor Trutanow über die Deutschen in Kasachstan. Die wiedergefundene Erinnerung. Die Autoren blicken in komplizierte Geschichtskapitel osteuropäischer Systeme. Die erste Frage, die geht an Herrn Falin. Gab es, Herr Falin, in gewisser zeitlicher Nähe zur Kuba-Krise am Problemknoten Berlin eine Situation, die die Welt noch näher an den Atomkrieg gebracht hat, als es Kuba getan hat? Solche Situation entstand im Oktober 1961. Wir hier am Point Check Charlie, meine Amerikaner und die Sowjets waren 200 Meter von einem Weltkrieg entfernt. Zu dieser Zeit war schon Mauer gebaut und wir haben Informationen bekommen in Moskau, dass die amerikanische Regierung möchte diese Mauer ruinieren und dazu hat ihre Panzer in Einsatzposition gebracht. Befehl von Khrushchev an Marschall Konev, der extra von Moskau nach Berlin, nach der DDR, abkommandiert wurde, wenn das geschieht, scharf zu schießen. Die Nerven der Offiziere und die Kunst der Diplomaten hat vorgebeugt, dass zu dieser Drama es kam. Wir haben den amerikanischen Vorschlag akzeptiert, unsere Panzer erst auf ein paar hundert Meter zurückzuziehen. Dann haben die Amerikaner mit ihnen dasselbe getan und so war diese gefährlichste Situation. Und ich kenne das aus erster Hand, weil ich dabei gewesen war, als Khrushchev diesen Befehl erteilte, so entschärft wurde. Sonst ich glaube, würden wir heute nicht hier sitzen können. Dr. Falin, noch eine Frage, die aber in die Gegenwart geht. Wie würden Sie Wandel durch Annäherung für die Probleme innerhalb Ihres eigenen Landes anwenden, inklusive der früheren autonomen Republiken? Ich würde Folgendes sagen. Beweggrund für diese zentrifugale Prozesse in der Sowjetunion, jetzt in Russland, war und bleibt desolater Zustand der Wirtschaft.
Wahrscheinlich zwei Drittel Probleme entstehen gerade aus Unmöglichkeit, ihre nötigste wirtschaftliche, ökonomische Lebensprobleme in Gemeinschaft zu lösen. Und in solcher Situation gewinnt an Gewicht die Parole, rette sich jeder, wie er kann. Wenn in absehbarer Zeit die wirtschaftliche Situation in Russland und zwischen den Ländern von Guss nicht stabilisiert wird, dann, glaube gehen die Zerfallprozesse weiter mit allen Folgen auch für heutiges Russland. Dr. Kissinger, hat die Anerkennung Kroatiens durch Deutschland zu den kriegerischen Konflikten im ehemaligen Jugoslawien beigetragen? Das wird immer behauptet. Mir ist es nicht klar, warum das zu dem Krieg in Bosnien beigetragen hat. So, das Argument wird gemacht, weil Kroatien anerkannt wurde, musste man auch Bosnien anerkennen. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dafür gewesen wäre. Wenn ich mich richtig daran erinnere, war der Fall so: Die Europäische Gemeinschaft hat auf jeden Fall gesagt, sie würde im Januar Kroatien anerkennen, und die Deutschen haben es dann 3 Wochen früher gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bürgerkrieg in Bosnien von diesem Unterschied von 3 Wochen abhängt. Meiner Ansicht nach war der große Fehler, den jeder gemacht hat, Bosnien als einen Staat anzuerkennen, ohne sich zu überlegen, dass es keine Bosnier gibt. Es gibt Serben, Kroaten und Moslems, die selbst Serben und Kroaten waren, bevor sie Moslems wurden. So gibt es hier einen Staat, wo der größte Teil der Bevölkerung sich nicht als Bosnier fühlt. Das war das Problem. Und ich glaube, man hätte das eine UN oder europäisches Trusteeship machen sollen und nicht sofort das Problem der Souveränität, das dann das Problem hervorruft, welche dieser 3 Bevölkerungsgruppen die anderen dominiert. Das halte ich für den Hauptfehler, den wir alle gemacht haben, und nicht, ob Deutschland vorzeitig Kroatien anerkannt hat, obwohl das richtig war oder nicht. Das habe ich mir noch nicht ernstlich überlegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der entscheidende Punkt an der bosnischen Krise war. Egon Bahr, aber die Deutschen waren noch die lautesten schon vor dem Krieg, was die Anerkennung betraf, und sind dann die leisesten gewesen, als die Frage auftauchte, wie schützt man eigentlich die Unabhängigkeit derer, die man anerkennt. War da ein deutscher Fehler in der deutschen Außenpolitik? Ja. Warum? Es war meines Erachtens der erste Schritt nach der deutschen sogenannten Souveränität außenpolitisch, und das war leider schon ein Fehler. Ich glaube, dass der Fehler darin bestand, dass man, wenn man einen Staat anerkennt, muss man wissen, in welchen Grenzen ist er. Und zweitens, die Deutschen haben gedrängt, es ist richtig, wie Henry gerade gesagt hat, dass wir dann nur 3 Wochen vorausgeeilt sind, aber die Europäische Gemeinschaft hat ihre Entscheidung auf deutsches Drängen gemacht. Ich fand das sehr undiplomatisch und ungeschickt, die Form, in der Christopher die deutsche Regierung kritisiert hat, aber er hat im Wesentlichen ausgesprochen, was alle denken. Und das Zweite ist, das Versprechen, was damals gegeben worden ist, hat nicht funktioniert. Denn die Erwartung war, wenn wir Slowenien und Kroatien anerkennen, wird das zum Frieden führen. Und andere haben gesagt, im Gegenteil, das wird zur Ausweitung des Krieges oder Übertragung des Krieges nach Bosnien führen. Und das Letztere ist geschehen. Und natürlich kann man sagen, warum habt ihr Bosnien anerkannt? Das weiß ich auch nicht ganz genau.
Die Kriterien für eine Anerkennung lagen alle nicht vor und es gibt kein Bosnien sozusagen. Aber dies ist nun geschehen und führt uns in immer weitere Fehler. Jetzt wissen wir noch nicht mal, was wir mit dem Kosovo machen, denn nach der Anerkennung von Slowenien, Kroatien und Bosnien gehört der Kosovo zu Serbien. Also können wir Kosovo kaum schützen. Von Montenegro ganz zu schweigen. Ich glaube, dass die Deutschen deshalb auch einen Fehler gemacht haben, weil sie wussten, und das war gemeinsame Auffassung aller politischen Kräfte in Deutschland, dass aus historischen Gründen deutsche Truppen nicht nach Jugoslawien gehen sollten und heute auch nicht gehen sollen. Und deshalb muss man... Und deshalb muss man zurückhaltend damit sein, anderen gute Ratschläge zu geben. Ebenfalls mit Bosnien hat die folgende Frage zu tun. Warum möchte Herr Kissinger das Problem in Kuwait gelöst haben, aber in Bosnien nur das Leiden lindern? Why do I want to solve the Kuwait problem? Ich glaube, die Frage heißt, warum Einsatz von militärischer Macht am Golf, aber nur humanitäre Interessen in Bosnien? In Kuwait, I thought there was a fundamental American national interest that had to do... I do not think one should sacrifice human lives if one cannot describe to the mothers what the national purpose is. So I thought there was a fundamental national interest that resided in the fact that if the annexation of Kuwait had been preserved, all the moderate governments in the Arab world, at least in the Gulf, would have collapsed. And a major crisis with much worse consequences would surely have followed. Not only in the oil field, but in the whole area would have been inflamed, and a major crisis would have happened. That was my judgment. In Bosnia, there are no such consequences outside of Bosnia. It is a terrible human tragedy, which to solve would require 100,000 troops who would have to fight, at least, who would have to fight, like in Ireland, all the contending parties in a situation in which if we involve ourselves, I cannot believe that Russia could possibly support a military action by the United States against Serbia, so we would be in an endless civil war. So the only purpose I can see for military action in Bosnia is to ease and, if possible, to end human suffering. And if the Western nations are willing, I took the following public position in America. There is no political objective in Bosnia that justifies American intervention. If somebody tells me that the human suffering is so unacceptable that he is prepared to take military action against significant violations of human rights and to persevere in that action for an indefinite period of time, I will support it. But I do not want to see a military action in which, in order to make ourselves feel good, we bomb a little and then say, now we quit. So, realistically, I think it is probably not possible to do more than to ease human suffering in Bosnia and to divide the country into three parts. If we are willing to do more, I believe it is impossible in America to do more. And I believe it is demonstrated it is impossible in Europe to do more.
So we shouldn't pretend to do things that that nobody is willing to back up in a realistic way. Ich komme noch mal auf Kuwait zurück. Da ging es durchaus um nationale US-Interessen. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein. Wir müssen den Müttern erklären können, warum ihre Söhne gefallen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir diese Annexion Kuwaits bestehen ließen, wenn wir das also akzeptiert hätten, dann wären nach und nach die arabischen Regierungen, zumindest in den Golfstaaten, zusammengefallen. Und das hätte durchaus zu einer umfassenden Krise führen können, zu einer weltweiten Krise, zumindest im Bereich dieser geografischen Gebiete. Auf Bosnien bezogen ist die Sachlage ja ganz anders. Ich sehe hier keine Ursache, auch keine Causa in diesem Sinn. Das ist ein sehr, sehr großes und sehr tragisches menschliches Leid, was dort vor sich geht. Wir bräuchten wohl Truppenstärken im Bereich von 100.000 Truppen. Und es würde dann so aussehen, dass die Amerikaner gegen Serbien vorgehen würden, sollten, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das Russland gegenüber Serbien akzeptieren könnte. Ich sehe hier einfach keinen Sinn und Zweck für eine militärische Aktion. Wie gesagt, das menschliche Leid sollte beendet werden, aber ich sehe hier nicht die politische Zielsetzung, außer wenn man dazu bereit ist, in so einer Aktion immer weiter zu gehen, das also auf einen wirklich langen Zeitraum durchzuführen. Wissen Sie, wenn es nur darum geht, hier eine militärische Aktion durchzuführen, damit man sagen kann, ja, also wir tun was und wir fühlen uns jetzt besser, das sehe ich dann nicht als Grund an, sondern wichtig wäre, dass wir das Leiden dort vermindern können. Das wird darauf rauslaufen, dass Bosnien in drei Teile aufgeteilt wird. Ich muss um kürzere Antworten bitten, auch wenn die Fragen jetzt länger werden. Ein Zuhörer schreibt Folgendes: Ich möchte die Neuen wie die alten Metternichs gerne fragen, wie sie bei aller Wertschätzung ihrer Verdienste mit den Altlasten einer Außenpolitik umgehen, für die sie mitverantwortlich waren. Die Lieferung von Waffen und das damit verbundene Geschäft in die heutigen Krisen- und Kriegsregionen. Zum ersten Begriff Metternich und ein großer Diplomat ist nicht so schmeichelhaft wie angenommen. Metternich sagte, ich sage jedem seine Wahrheit. Und deswegen war die Welt so kompliziert geworden, weil wir zu oft die Wahrheit hörten, die für andere keine Wahrheit gewesen war. Zum Zweiten. Es gab eine ganz gute Idee, mal eingefallen, wie Amerikaner als auch der Sowjets, Waffenlieferungen zu stoppen. Aus Waffengeschäft kein Handelsgeschäft zu machen, und sogar solche Verhandlungen waren begonnen. Und von unserer Seite hat Botschafter Mendelejew die geführt. Aber dann haben unsere USA-Partner gesagt, in alle Regionen der Welt, außer Israel und manchen anderen Staaten. Und wenn es außer geht, so geht es überhaupt nicht. Entweder gibt es eine komplette Lösung oder es gibt es keine. Und seitdem das geschah vor 20 Jahren, ist das Problem ungelöst und wird mit jedem Tage schärfer. Stellen Sie sich vor, Tempo der Aufrüstung in dritter Welt ist höher als Tempo ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Wenn es so weitergeht, so sind die Konflikte dort vorprogrammiert. Und wenn wir alle, die heute an Waffen etwas verdienen, politisch oder in Währung, kein Ende dem bereiten, dem Unfug und irrationalem Denken, dann haben wir niemanden zu tadeln, dass es so unruhig und so gefährlich in dieser Welt geworden ist. Überall sind die Waffen zu Bergen geworden. Applaus
haben wir noch der selbe Frage. Die Frage war, ob Sie sich mitverantwortlich fühlen für die Entsendung der Waffen in die Krisengebiete, Kriegsregionen, die wir zurzeit haben. Let me say something marginally arrogant. If one starts from the assumption that most government officials are as intelligent as most critics, then one should not think that all these problems are all that simple. Vielleicht sage ich jetzt etwas, was ganz leicht arrogant klingen wird oder kann. Wenn wir mal davon ausgehen, dass höhere Regierungsbeamte in der Regel so klug sind wie die Kritiker, wie ihre Kritiker, dann müssen wir doch auch berücksichtigen, dass die Probleme ja nicht immer ganz so einfach sind, wie man meint. Erstens kann man nicht immer alles tun, was man tun wollte, weil man 100 andere Dinge auch gleichzeitig tun muss. Zweitens wurden diese Waffen verbreitet zu einer Zeit des Kalten Krieges, wo jede der beiden Seiten, in der Hauptsache wurden sie verbreitet während des Kalten Krieges, wo jede der zwei Seiten nicht an die Bürgerkriege der jetzigen Zeit denkt. Und heute werden die Waffen verbreitet, nicht von Regierungen so sehr wie von Waffenhändlern und von Black Marketeers and from governments that have just gained independence. So I would favor a global ban on weapons. But anyone who has ever worked on this problem practically knows that this will be a murderously difficult matter to execute. Ich bin durchaus für ein globales Verbot des Waffenhandels. Wir müssen auch sehen, dass es ja heute im Grunde so um Kriegsgewinnler oder Schwarzmarktwaffengeschäfte sind. Das sind nicht die Regierungen, die dies fördern. Das wird aber, wenn man das abschaffen will, wird ein ganz mörderisches Geschäft und eine sehr, sehr schwierige Sache. But I'm in favor of it in theory. Also, darf ich einfach noch was dazufügen? Auch noch ein bisschen Wasser in den schon verdünnten Wein kippen. Also, wir haben versucht, den deutschen Waffenhandel zu reduzieren und haben das bis 1974 in der Tat reduziert. Wir haben dann erlebt, dass eine Reihe von Gesetzen zur Einschränkung deutschen Waffenhandels und Kontrollmechanismen nicht mehr gemacht worden sind. Die Kontrollmechanismen, die wir verabredet hatten, 1982 im Sommer, sind praktisch im Herbst 1982 nicht mehr eingeführt worden. Und stattdessen hat die Bundesrepublik Deutschland jetzt die dritte Stelle in der Welt für den Waffenhandel erreicht. Das ist ein Fortschritt, auf den man nicht stolz sein kann. Und ich will noch hinzufügen, dass ich in der Zeit, in der ich 3 Monate lang in Strausberg war und Herrn Eppelmann geholfen habe, vorzubereiten, Übergang von NVA auf Bundeswehr, die Bitte bekommen aus Bonn, wenn möglich dafür zu sorgen, dass doch so viel Waffen wie möglich der NVA noch verkauft werden. Natürlich kauft kein privater Bürger einen Panzer, nicht? Sehr selten. Und nun ist außerdem klar, die NVA war ja fabelhaft ausgerüstet innerhalb des Warschauer Vertrages. Und viele Leute wollen das haben. Und was sollen wir denn damit machen? Also drückt die Bundesregierung alle verfügbaren Augen und Hühneraugen zu und sagt, dann lasst es doch verkaufen. Das ist die Realität. Und die Russen sagen uns ganz klar, wir haben überhaupt nichts anderes außer Öl, Gas und Waffen, die wir verkaufen können. Und irgendwo müssen wir Devisen haben.
Und die Tschechen sagen im Prinzip dasselbe. Wenn ihr uns helft, dass wir nicht Waffen verkaufen müssen, werden wir gern was anderes produzieren und verkaufen. Das muss man einfach noch hinzufügen. Das ist die Realität. Die letzte Frage an Herrn Falin. Ein Zuhörer meint, die große Gefahr des russischen Imperialismus ist wieder da. Die Haltung Russlands gegenüber dem Baltikum. Unterstützen Sie, Herr Falin, die aggressive Politik Moskaus? Naja, das ist schon eine Frage, die eine Antwort in sich beinhaltet. Und im Grunde genommen braucht man die nicht zu kommentieren. Es ist viel komplizierter alles, als hier in dieser Frage zum Ausdruck gebracht ist. Sehen Sie, es gab auch früher Probleme der Sicherheit. Solche gibt es für die Vereinigten Staaten, für die Bundesrepublik Deutschland, für Deutschland als Ganzes. Solche gibt es auch für Russland und für früher die Sowjetunion. Ob sie optimal gelöst wurden und ob in der Geschichte alles so gewesen war, wie man heute darstellt, das ist eine andere Frage, die braucht ganz andere Kommentare. Aber heutige Situation ist folgende. In Estland gibt es in der Bevölkerung 40% nicht estischer Bevölkerung, sondern Russen, Ukrainer und so weiter. Sie sind zu Ausländern geworden. Sie, wenn sie sogar in dritter, fünfter und siebter Generation dort leben, nicht die Stammbevölkerung der Republik und so entsprechend behandelt. In Lettland 50% der Bevölkerung sind nicht Letten und sie haben keine Rechte, bürgerliche Rechte, keine Wahlrechte und so weiter. Das sind Minderheiten, die im Grunde genommen Mehrheiten sind. Wie mit denen? Es ist ganz leicht, in einer Diskussion die Frage zu stellen, man muss dies und jenes beseitigen, was gewiss keine Gerechtigkeit gewesen war, in der Ausführung vor allem. Aber man muss das auf solche Weise tun, dass es nicht eine Balkanisierung von Baltikum zur Folge haben wird. Das ist im Interesse von allen Seiten zu erreichen und es ist zu erreichen, wenn man Geduld, Ausdauer und Weitsicht auf den Verhandlungstisch legt und nicht versucht, heute die Rechnungen aufzustellen, die niemand bezahlen möchte. Weder die baltischen Republiken noch Russland. Und außerdem, wir sind Nachbarn und sollen darüber nicht vergessen. Als Nachbarn sind wir verurteilt, gut nachbarlich zusammenzuleben. Sonst wird es wie Russland als auch baltischen Republiken nicht gut. Ich bin gegen Expansion von Russland, egal in welcher Richtung. Ich bin gegen jede nationale Expansion, egal wie sie heißt und wie sie begründet wird. Weil ich gehe davon aus, wir können nur gemeinsam glücklich sein oder wir werden auch gemeinsam unglücklich. Es gibt keinen anderen Weg. Die letzte und bestimmt auch schwerste Frage geht an Herrn Kissinger. Ein gepeinigter Akademiker fragt, wann finden Sie endlich die Zeit, Band 3 ihrer Memoiren zu schreiben und damit ein Verzeichnis zu liefern, die das Zurechtfinden in den ersten zwei Bänden ermöglicht. Was war das Ende der Frage? Das ist das Wichtigste. Und damit, also in dem Band 3, ein Verzeichnis zu liefern, ein Verzeichnis, ein Sachregister, ein Personenregister, die das Zurechtfinden in den ersten zwei Bänden ermöglicht. Die englische Ausgabe hat ein Verzeichnis am Ende jedes Bandes, sodass man nicht auf den dritten Band warten muss, um das... Aber kommt der dritte Band? Hm? Kommt
dieser dritte Band? Kommt dieser dritte Band. Ja, im Augenblick schreibe ich ein anderes Buch, aber der dritte Band wird noch kommen und die werden kürzer, die werden jetzt schon, die nähern sich 1000 Seiten. Genau, das ist ja farbig. Gibt es in Ihrem dritten Band, wird es in Ihrem dritten Band, wenn er denn erscheint, eine Vision geben für die Zukunft? Nein, ich werde versuchen, in meinem nächsten, in dem Buch, das ich jetzt schreibe, die Welt zu beschreiben, die ich voraussehe und zu der wir steuern sollten. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Es ist nicht leicht in dieser jetzigen Lage. Meine Damen und Herren, im Abschlusswort muss man immer sagen, was hat uns diese Diskussion gelernt? Und ich habe Folgendes gelernt. Erstens, diese drei, die sich damals vor 20 Jahren sehr misstrauisch begegnet haben, sind gute Freunde geworden. Und anders als im Wiener Kongress haben sie noch nicht mal einen Walzer miteinander getanzt. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass Berlin, die Ostpolitik, die Entspannungspolitik, etwas fundamental anderes war als die Probleme der heutigen Welt. Damals haben Staaten miteinander verhandelt, diese Staaten hatten klare Interessen und diese Interessen ließen sich geduldig und kompliziert, aber sie ließen sich ausgleichen und abgleichen. Und heute haben wir das Problem, dass Russland hat keinen großen Feind mehr, Amerika hat keinen großen Feind mehr und die Deutschen sind in der schlimmsten Lage von allen. Sie sind nur noch von Freunden umgeben. Und wie man deine Außenpolitik zurechtzimmern soll, das haben uns selbst diese drei Metternichs nicht sagen können. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, also die größte Weisheit, ist die des Diplomaten, den Henry Kissinger zitiert hat: Wenn man nicht weiß, wo es lang geht, ist jede Straße, die man nimmt, egal. Das ist eine sehr wichtige Einsicht, die ich heute hier mitnehme. Und zum Schluss kann ich nur sagen, nicht nur sind diese drei hier Freunde geworden, wir möchten ein Kompliment ans Publikum richten. Sie waren alle außerordentlich freundlich. Und jetzt können wir alle außerordentlich freundlich ins Bett gehen. Und ein letzter Dank an die Übersetzerin, die sehr gut gearbeitet hat. Und dann alle. Applaus